Die schlimmsten Arten des Todes von Menschen, Teil 10. Ein junges Paar fuhr mit Booten, als plötzlich ein riesiger Strudel auftauchte und sie auf den Grund zog. Ein Mann namens Donald, der auch mit dem Boot fuhr, sah sie und kam, um zu helfen. Aber leider konnte er nicht halten und fiel ins Wasser. Der Strudel zog ihn hinab. Das Paar, für das er sein Leben geopfert hat, hat überlebt und sich befreit, obwohl das Mädchen schwer verletzt wurde. Der 54-jährige Daniel Gill arbeitete in einer Schwefelsäurefabrik. An diesem Tag ging er auf den Behälter mit Schwefelsäure, als er plötzlich ausrutschte und direkt in die Schwefelsäure fiel. Seine Kameraden bemerkten, dass er gefallen war, aber es war schon zu spät. Sie versuchten, ihn von Schwefelsäure zu reinigen und abzupumpen, aber leider starb der Mann.